Cool. Dadurch, dass kleineres Level war, ging es mit einer Eternal Berry. So, du nimmst jetzt natürlich extra Platz weg, außerdem brauchst du einen Sattel. Das habe ich jetzt nicht ganz bedacht. Ah, komm, wir machen es wieder so. Da. Peile dich gerade in der Tasche. Ich habe keine Ahnung, wo ich dich hinstecken soll. Ah ja. Okay. Ein Bärensattel. Damit wir mit dem Bär Fiber sammeln können. Dum, 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 dum. Die kriegst du wieder. Dann nehme ich hier das wieder rein. Ach, Fiber. Fiber hat überhaupt nur gefehlt für den Sattel. Moment. Ah, kommt da schon viel mehr Fiber raus jetzt mit der besseren Sichel. Wahrscheinlich braucht man den Bären gar nicht, aber egal. Ich meine, für irgendwas muss man ja getamed haben. Er soll ja nicht nur dumm in der Gegend rumstehen, beziehungsweise in der Kiste liegen. So. Hier. Texas. Saddles. Ja. Okay, und dann Armor, Gilly. So, wir brauchen Handschuhe und Schuhe. Jetzt machen wir erstmal Handschuhe, weil Schuhe haben wir ja zur Not relativ gute. Schauen wir mal, ob es noch. Oh, es reicht noch. Yay! Geil. Sehr schön. Na Mensch, läuft doch. Hier, ups, kriegst du mal deinen Sattel? Bitteschön. Der träumen wir weg. Da, hier war Rüstung drin, genau. Dann nehmen wir die mal weg. So. Und die. Und dann ziehen wir das an. Oh Gott. Warte, ein Auflauf. So, und jetzt gucke ich mal gerade, ob ich den Stego-Sattel nochmal. Verbessern kann. Gucken wir mal kurz Hide. Ich befürchte nein, aber wir probieren es einfach mal. Ja, wir müssen echt. Ich muss es echt einstellen. Ich hatte es eingestellt, dass es nicht ganz so teuer ist, Sachen abzugraden. Aber es hat sich ja irgendwie alles zurückgesetzt bei mir. Naja gut, wie gesagt, so wichtig ist der Stego-Sattel jetzt auch nicht. Dann können wir dich mal wieder einpacken. Freddy, bist du noch am Smelten? Nee. Ach. Plopp. So. Und so. Dann packt mal Freddy jetzt vorerst auch wieder ein. Oder? Hallo there. Ich bin jetzt gerade so unentschlossen. Man merkt es vielleicht. Ich meine, was man auch machen könnte eigentlich mal, ist unser Pickup ready craften. Damit wir Tiere mal hier, wenn sie im Weg stehen, eben zur Seite räumen können. Das ist wahrscheinlich gar nicht doof. Dann machen wir das mal hier einmal mit dir. Dann einmal mit dir. So. Dann nehme ich dich jetzt nämlich mit. Und stelle dich drüben hin. Okay, dann kannst du da erstmal stehen bleiben, da störst du es nicht ganz so sehr. Die Pferde packe ich jetzt mal hier so dekorativ nebeneinander.
Es gibt ja so ein Gender Change Potion. Oh Gott. Wir können ja mal gucken, dass wir eins der Pferde zum Mon machen. Ich weiß nicht, was der kostet. Wahrscheinlich ist er relativ teuer. Mal sehen. So, ihr kriegt auch noch den hier. Ah, ich bin doof. Ich brauche eigentlich gar kein Dude. Ich habe ja jetzt hier auch ein Mortar im Pessel. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. So, ich guck mal eh hochheben. Du kriegst den Anno. Oh, du hast noch Fleisch in der Tasche. Nehm ich. Kann man theoretisch mal hier reinschmeißen und dann das Raw Meat aus dem Dodo. Hol ich auch wieder rüber. Das war doof. Und dann noch ein bisschen Holz. 444, das ist doch schön. Machen wir 100. So. Okay. Haben wir jetzt alle Pickup Relic? Bis auf den Stego und das andere Pferd. Komm, schmeißen wir den nochmal kurz raus. Ich glaube, ich habe hier irgendwo. Habe ich gerade einen Scout gehört? Hallo. Drittes Pferd. Bitte schön. Für dich braucht man einen Sattel. Mache ich den an der Smithy? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube ja. Mhm. Okay. Ich hole dann erstmal den Bären aus. Wie gesagt, vielleicht können wir mit dem ganz gut Leder sammeln. So. Nummer 3. Jetzt gucke ich mal kurz, was der Gender. Ich glaube, er heißt irgendwie Sex Potion oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bär. Einmal wenden, bitte. Kannst du springen? Jawohl. Schön. Ich parke ich mal kurz hier. Heieiei. Dich nehme ich mal eben auf die Schulter. Damit es nicht im Weg rumsitzt. So, was wir jetzt mal machen, ist den Skin da wieder runter. Und dann. Huch, was ist denn das? Corrupted Triceratops. Corrupted Stego. Aha. Corrupted Spino. Ach, guck an. Cool. Ich hab schon wieder vergessen, wo es war. Was hier? Nee. Ist ja Quatsch. Clothing. Den hätte ich gern. Und den. Und den. Achso. Und den. Und den Helm. Für den Helm nehme ich wieder den normalen Vampire Eyes. Den da. Okay. Den könnte man eigentlich noch einfärben. So, und ja, meine andere Rüste möchte ich auch noch einfärben. Meine Haare möchte ich auch irgendwann färben. Ich brauche nur erst eine Schere. Wobei, ich kann mal 100 Burscher Schere bauen. Obsidian habe ich, glaube ich, genug. Wenn wir mal ehrlich sind. Weapons. Mili? Nee. Gott, Schere. Da ist irgendwann Kumpi. Scissors. Kann ich noch schon erklären? Klar. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt Weapons. Misk. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt auch Haarfarbe. Et voilà. Super, liegt Kacke rum. Warum
sammelt mein Poop-Collector die Kacke nicht. So, einmal so. Und dann hätte ich gern meine übliche Frisur. Und dann schnippeln wir das Ganze noch. Akzepte. Sehr schön. Das packt man hier rein. Die Schere packt man hier rein. Dann malen wir jetzt unsere Rüstung an. Aha. Over here, mate. Aha, okay. Einfach sämtliche Regionen. Ich wünschte, man könnte anklicken, einfach alle Regionen. Und müsste nicht alle einzeln anklicken. Ja, ja, ich sehe dich. Und die Hose. Okay. Hello there. Und bitte. Wunderbar. Die Farbe packt mal wieder zurück. Jetzt fühle ich mich endlich wieder wie ich selbst. Mit einem grünen Pteranodon auf der Schulter. Ja, schön. Dann. Ach ja, dann habe ich gesagt, wir gucken, was der Gender Changing Potion da kostet. Ich glaube, es heißt irgendwas mit Sex. Sex Change Potion. Oh Gott, 50 Dino DNA. Oh Gott, und der Schere, das ist ja fies. Ich will ja gar nichts abschnippeln, ich will ja was dran kleben. Ich glaube, da habe ich kurz einen Schluck getrunken. Wo kriege ich denn Dino DNA her? Ich müsste so einen Käfer finden. Vielleicht sollte man mal in die Wüste gucken. Ob es da die Käfer gibt. Weil ich habe jetzt so noch keinen gesehen. Vielleicht sollte man das mal machen. Vielleicht sollte man aber erstmal hier. Ich warte jetzt mit dem Norm. Bis wir uns überlegt haben, wer dann der Mann sein soll. Und der Bär. Der heißt natürlich. Warte mal, Skull. Ich wollte sagen, warte mal, was ist es eigentlich? Aber der Name geht für beides. Winnie! Winnie, dein Mann. Dann pfeifen wir jetzt mal nochmal alles auf. Neutral. Sonst haben alle Normen, ne? Ja, okay. Nee, ich wollte Winnie jetzt nicht ausbringen. Ich wollte jetzt erst in die Wüste. Und Dino DNA. Finden. Na gut, auf in die Wüste. Oh, das böse Iguanodon hat es bis hier geschafft. Nee, es war wahrscheinlich auch anderes. Ich weiß, hier ist eins rumgelaufen. Okay. Nehmen wir mit. Hoffe ich auch noch? Nee, ich habe kein Level. Okay. Da raucht's immer, du. Da raucht's doch schon die ganze Zeit, oder? Wie lange liegen diese Drops denn da? Ich habe ein bisschen Angst, weil ich weiß, es gibt ja auch nur so Dodo-Wyverns und Manticore. Und ich befürchte, die sind alle hier irgendwo in der Ecke unterwegs. Oh, das sieht ja spannend aus dort. Ah, Quetzel. Oh Gott, ich habe gestern Abend im privaten Spiel einen Lightning-Quetzel getailt und es war die Hölle. Es war so nervig. Kurz gucken, was ist denn das da drüben? Ist das ein Wyvern? Ja. Da ist ein Deinonychus. Oh Gott, hier ist einiges los. Okay. Immer Rinder. Was wollte ich? Ich habe jetzt schon vergessen, was ich eigentlich wollte.
Käfer. Das Problem ist, ich traue mich hier nie im Leben auf den Boden. Selbst wenn ich einen Käfer finde. Oh, mal den hier. Was bist du? Elemental Fire Unicorn. Der Griffin wäre halt cool. Hallo. Elemental Eis, deiner Nikos. Wie soll er aus der Luft fliegen? Ich hätte halt nach wie vor ganz gerne was Besseres. Fliegendes. Also nichts gegen Froggy, ich meine, er lebt immer noch. Aber so ein bisschen was mit einem höheren Level wäre eigentlich schon ganz cool. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Scheint es relativ friedlich zu sein. Ich flieg mal weiter runter oder ist wieder so eine Eule. So eine Eule wäre halt echt geil. Aber Käfer sehe ich jetzt keine. Also doch da, aber das sind normale Käfer, glaube ich, oder? Water Chuckbug. Oh Gott. Water Chuckbug. Helena hat mich jetzt voll erschreckt. Sind noch Wyverns. Aber 1,1 Millionen Torpor. Was? Achso. Diese blöden Megalanias, die nerven so. Die Wyverns schauen so mini aus. Die sind wahrscheinlich auch mini, oder? Die sind kleiner als normale Wyverns. Und schneller. Ich weiß, man kann die Quetzel bolern. Das habe ich mich gestern gemacht. Mehrfach. Wenn ich jetzt einfach bolere, kann ich das Ding da jetzt mal eben ausschalten. Ich bräuchte mein Pferd. Jetzt habe ich mein Pferd nicht mitgebracht. Das hat so gar keinen Sinn. Wenn wir ehrlich sind. Was ich mal machen könnte, eigentlich, fällt mal kurz ein, ist hier landen. Weil du hier nicht hochkommst. Cool. Dann kann ich dich nämlich einmal bodern. Ich bin sehr nervös. Ach, natürlich kann man eine Bola und richtig? War es nicht so? Aber dich auf jeden Fall. Theoretisch. Sofern man den trifft. Was ich nicht tue. Ja, mei. Langsam wird es ein bisschen peinlich. Ernsthaft? La, 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 la. Jetzt fühle ich mich langsam ein bisschen verarscht. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Der fliegt direkt durch.
Ja, verzogen. Hi. Okay, weißt du was? Ich gebe auf. Ich bin der schlechteste Schütze aller Zeiten. Offensichtlich. Ein Fellerleib. Ich hätte wirklich gerne mein Pferd dabei. Ich habe das Gefühl. Mit dem müsste ich mal weniger Sorgen machen. Was bist du denn? Elemental Fire Wyvern. Level 20, okay. Da ist ein Criven. Criven? Ich hätte wirklich gerne einen Criven. Griffins sind einfach meine liebsten Tiere. 533 Leben. Ich habe halt echt Angst. Hä? Ich wollte da gar nicht kacken. Ich wollte eigentlich das machen. Ja, der macht uns Gold. Außer, ich habe mein Pferd dabei. Was ist denn top? Jetzt sollte ich mit Pferd nochmal kommen. Ich wollte ja eigentlich. Das ist ein Giga da oben. Was bist du? 60. Schade. Käfer. Oh Gott, sind mir viel Wildwinds. Käfer. Käfer. Keine Käfer. Da geht's in die Höhle. Ob es da Käfer gibt? Keine Ahnung. Riechen sonst Dino. Also ich weiß, man kann sie herstellen. Vielleicht soll ich da einfach mal gucken. Ob ich, ja, ist da was? Was ziehst du denn hier nochmal raus? Wo komme ich denn jetzt her? Ich glaube von dort drüben. Ich guck mal eben, ob ich den Grinder bauen kann. Ich weiß, dass man dort Dino-DNA herstellen kann. Ich glaube, das ist die schnellere Lösung, als jetzt verzweifelt nach Käfern zu suchen. Und dann komme ich wieder und hab mein Pferd dabei. Oder ein Pferd. Ich wünsche, man könnte dem Pferd Flügel ankleben. Dann werden alle meine Probleme gelöst, glaube ich. Ja, ich erinnere mich an diese Ankies. Ich komme irgendwie von dort drüben. Ich finde es super cool, dass da rund um jetzt diese Wüstenlandschaft ist. Aber ich finde es ein bisschen doof, dass man da nicht mehr weiß, wo man herkommt. Ich meine, man kann auf die Map gucken, aber trotzdem. Gibt es irgendwas, was ich mitnehmen möchte, wenn ich hier bin? Was ist denn das da? Fire Hyenodon. Nee. So viele Griffins. Was bist du? Fire Unicorn 20. Ich meine. Bitte nicht angreifen. Danke. Sehr freundlich. So. Muss ich wieder in First Person gehen, weil man nichts sieht, wenn man die Dinger im Schlepp dauert. Ich ignoriere jetzt einfach alles um mich rum. Kommen Tiere da rausgeflogen? Wahrscheinlich. Ich kann so einen Pferdestall aufmachen.
Vor allem der ist jetzt ungefähr genauso nützlich, glaube ich. Der Unicorn wie der Bär. Aber egal. Das einigermaßen hübsch und hat ein hohes Level, ich will es haben. Der Bär war ja nur Versuchsobjekt, tatsächlich. Ob es geht. Ich bin zu weit geflogen. Hier sind wir richtig. Fallen lassen. Hoffen, dass es nicht pissig ist. Gut. Vorsichtshalber, passiv drücken. Pfeifen. Whatever. Treffen. Hilfe. Bremsen. Landen. Okay, Bären. Ich hoffe, das greift nicht an. Also wie gesagt, vorsichtshalber passiv hier. Boah, immer diese Kumpels. Heyo. Hey. Aha. Und der ist schnell. Mit so lahmarschig wie die Prime-Pferde, die ich natürlich trotzdem sehr gern mag. So, jetzt hätte ich gern irgendwas. Okay. Dann nochmal das. Können wir sonst sowas? Steuerung? Ist der hier? C? X? Nicht. Okay. Ja gut, es ist jetzt ja ganz so mächtig, aber damit haben wir jetzt was gekriegt. Dafür hat es über 1 Million Leben. Ich glaube, da muss ich eigentlich nur auf Mili. Ach, und das sammelt Bären, oder? Ich wundere mich gerade, wo es die Bären her hat, aber wahrscheinlich haben wir die gerade gesammelt. Oh ja, Tatsache. Ja, cool. Brumm, brumm. Ich kann leider nicht fliegen, aber habe ich auch nicht erwartet. Schön. Nutzloser Tame, aber egal. Und wieder Mädchen. Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Komm, mach mal den. Was wir auch machen ist den. Pick up. Sehr schön. Ist genauso riesig wie alle anderen Pferde. Ich überlege langsam auch, normale Pferde sind kleiner, oder? Das liegt nicht an mir. Wie nennen wir dich denn? Sorry, wieder einen Schluck getrunken. Mara. Ich weiß nicht, wer von euch denn das Buch Mara und der Feuerbringer kennt. So, ich packe dich mal direkt da beim Rest. Ja, ich weiß, was ich tue. Oh Gott, es ist selbst im Gong sehr schnell und schwer zu. So, jetzt. Es ist ein bisschen kleiner, glaube ich, aber nur geringfügig, oder? Ja, es ist ein Ticken kleiner, ist es. Schön. Grinder. Ich glaube, gelernt habe ich ihn schon, oder? Nee, habe ich nicht. Ich lüge. Holy moly. Polymer. Oh Gott, da muss ich wieder. Also ich könnte Polymer einfach mal herstellen. Dafür brauche ich aber einen Fabricator. Das sollte jetzt aber eigentlich ja nicht das Problem sein. Habe ich den schon gelernt? Fabrikator, jawohl.
Kann ich einen Fabricator bauen? Das ist mal die erste und wichtigste Frage. Crafting. Das ist ein Grinder, das ist ein Fabricator. Spark Powder. Richtig, da war ja was. Spark Powder. Zack. In der Zwischenzeit räume ich mal die Beeren wieder weg. Bitteschön. Das kannst du auch haben. One Fabricator coming right up. Sehr schön. Ich muss, glaube ich, jetzt hier gleich wieder einräumen, weil ich kann so nicht bauen. Wo stellen wir den denn hin? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Riesenbase und kein Platz. Ich glaube, ich muss dich doch kurz woanders hinpacken. Nee, dich habe ich schon. Hier. Dann heb ich dich mal wieder auf. Okay. Ich glaube, ich muss den hier mitten in den Rahmen stellen. Andere Möglichkeit sehe ich jetzt gerade nicht. Möglichst gerade, bitte. Meine Maus ist zu empfindlich. Ist das gerade? Ja, ich glaube, einigermaßen. Mein Schön ist es jetzt nicht, dass der mitten im Raum steht, aber muss ich halt vielleicht doch nochmal umbauen. Ja, also ist definitiv nicht schön, aber egal, egal. So, Polymer. Ich brauche 600, das heißt, ich brauche ganz viel Cementing Paste. Cementing Paste. Für Cementing Paste brauche ich ganz viel Keratin. Huch, hoppala. Wow. Das lohnt sich immer überhaupt nicht. Kriege ich Cementing Paste irgendwo anders her? Kloppt das irgendwer irgendwo raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Höchstens halt für euch. Warte mal. Geht es bei euch irgendwie? Hör mal auf. Krieg ich bei euch irgendwie mehr raus? Nee. Es geht vor allem langsamer. Weil das KS Plus Sottel ist. Da brauche ich vielleicht doch einen Dödi. Ich habe jetzt aber nur keinen Dödi gesehen. Dann gehe ich jetzt gleich nochmal gucken. Noch. Ich könnte mal den Stego weglegen. Fürs Erste. Gucken noch. Biber-Dingern. Genau. Ja. Biberdinger. Ich überlege noch gerade, ob ich vorher nochmal Aufnahmepause mache und das esse. Weil es jetzt doch schon Mittag ist und mein Bauch ein bisschen knurrt. Ja, ich glaube, das mache ich tatsächlich. Dann mache ich hier ein kurzes Päuschen. Und für euch wird es wahrscheinlich gar nicht bemerkbar sein. Eventuell in einer neuen Folge. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich schneide. Huch. Aber dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal ganz herzlich fürs Zugucken. Fürs dabei sein. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut.